Hallo, nachdem wir jetzt das Beispiel uns angeschaut haben und eingecheckt haben und auch schon einmal auf dem Webserver deployed haben, ist jetzt die Frage, wie ändern wir unser Beispiel? Und dazu schauen wir uns jetzt mal an, wie man vorgeht, wenn man so eine Änderung bekommt und die dann entsprechend nachvollziehbar einpflegen möchte. Jetzt wollen wir ja Änderungen machen. Wo kommen Änderungen üblicherweise her und wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir das auch wieder nachvollziehen können? Also üblicherweise kommt eine Änderung per E-Mail. Also schauen wir hier rein. Hier ist also jetzt der E-Mail-Eingang des Entwicklers. Gucken wir, aha, also hier gibt es offensichtlich schon ein Projekt und da hat jetzt der Ludwig Giethuber geschrieben. Was will er denn? Also, er möchte gerne, dass wir ein Impressum einbauen. Wir sollen also jetzt zusätzlich ein Impressum einbauen. Praktischerweise hat er uns hier unten auch schon das angegeben, was da rein soll. Das ist schon mal gut. So, damit wir das nachvollziehen können, empfehle ich, das Issue Management zu benutzen. Wir benutzen jetzt einfach das von GitHub, weil das haben wir eh schon dabei. Und da muss ja diese ganze Information rein. Was ich immer mache, was praktisch ist, ist weiterleiten. Denn wenn ich weiterleiten mache, dann sehen wir hier, da ist im Prinzip dieser ganze Mail-Header automatisch mit dabei. Das kopiere ich mir jetzt mal hier raus und dann gehe ich auf die GitHub-Seite. Also, hier ist unser Repository. Das ist unser Branch-Test-Repository und wir sind ja immer hier in diesem Reiter Code unterwegs gewesen. Hier gibt es noch einen Reiter für das Issue-Management. Schauen wir da rein. Also, es gibt im Moment keine Issues. Wer hätte es gedacht? Das haben wir ja gerade alles erst angelegt. Und da können wir jetzt einfach mal sagen, wir hätten gerne einen neuen Issue. So, dann erzeugt er uns den hier und dann nennen wir den mal, ja, Impressum. Und dann schreiben wir mal rein, was in dieser Mail steht. Kann man natürlich jetzt noch irgendwie schön umformulieren. Man kann es aber auch lassen, weil es steht ja in dieser Mail einfach praktischerweise alles drin. Und wenn ich jetzt Submit mache, dann sehen wir, ist der hier neu angelegt. Ja, gehe ich auf die Issue-Liste, dann sehen wir, aha, es gibt also einen Issue, der ist offensichtlich neu. Ja, der hat den Status Open, also den hat noch keiner irgendwie verarbeitet und hat die Nummer 1. Ne? Ich habe ja schon gesagt, die Dinger haben üblicherweise Nummern und die sollte man auch benutzen. Also ziehen wir uns das mal da als Kopie raus, dass wir das nachher wissen. So, und diesen Issue, den könnten wir jetzt hier unten kommentieren, können wir sagen, ja, wir haben da mal was ausprobiert, wir können ihn hier zumachen. Also wenn er jetzt fertig ist, ja, also abgeschlossen ist, das machen wir auch gleich. Und dann würde ich sagen, wir assignen den mal uns selber. Ja? Also wir sagen, zuständig ist in dem Fall derjenige, der das gerade angelegt hat. Also soll der Schlingensieben sich drum kümmern. Dann sehen wir, hier gibt es jetzt den Assignee und der soll sich im Prinzip um diese ganzen Sachen kümmern. Wenn ich jetzt auf mein Profil gehe, ja, dann sehen Sie, okay, hier gibt es jetzt einen Issue, an dem ich hier beteiligt bin. Ich soll mich also darum kümmern. Wenn ich draufklicke, sehe ich, aha, alles klar. Hier, das ist zu tun. Ja, dann machen wir das doch mal. Ja, das heißt, wir werden jetzt anfangen, an diesem Issue zu arbeiten. Und dazu machen wir als allererstes mal einen Branch. Der Zustand ist ja noch der gleiche. Also hier ist unser lokales Repository. Master ist gerade ausgecheckt. Und hier drüben haben wir ja durch ausreichendes Push dafür gesorgt, dass das genauso ausschaut. Also, jetzt möchte ich gerne branchen. Also, ich mache git branch issue 1. Ne? Immer schön die Nummern benutzen, die der Issue Manager uns gibt. Und was jetzt passiert ist, es gibt jetzt hier noch ein zusätzliches Label. Ne? Also es ist ja noch nichts passiert. Wir haben jetzt im Prinzip einfach nur hier ein zusätzliches Label draufgehängt. Und dann würde ich sagen, holen wir uns das auch noch
aus dem Repository raus, wobei das natürlich an der Stelle auch nicht ganz korrekt ist. Das bleibt ja alles, wie es ist. Das Einzige, was passiert ist, wenn ich jetzt Git Checkout Issue 01 schreibe, dass der uns hier den Branch umschaltet. Ja, also hier auf den Head, den Head auf den Issue 01 verschiebt. So, jetzt hatten wir gesagt, wollen wir hier ein Impressum hinzufügen. Also schauen wir mal. Also er hat ja gesagt, er möchte gerne hier in dem Bereich, da ist der Footer, in dem Footer soll jetzt hier statt dieses Mail-Tos ein Impressum erscheinen. Also schreiben wir da schon mal hin. Impressum.php, das werden wir dann gleich schreiben. Und dann schreiben wir mal hier Impressum hin. So. Speichern wir das mal ab. Und dann war ja der Plan, dass das Ganze rechtsbündig sein soll. Schauen wir mal ein Stylesheet. Wahrscheinlich ist es deshalb so, weil hier in dem Footer der Content linksbündig ist. Da machen wir mal einen rechtsbündig draus. Und dann müsste ja eigentlich das Ganze schon so aussehen, als würde es nach rechts laufen. Gut. Mist. Jetzt klingelt das Telefon. Ja, hallo, schwingen Sie mal am Apparat? Ja, grüß Gott. GitHuber hier. GitHuber Ludwig. Hallo, Herr GitHuber. Wo brennt's denn? Es gab da ein Problem mit der Homepage. Das trifft sich gut. Ich baue gerade Ihr Impressum ein. Was ist denn das Problem? Die Siglinde ist aus. Es steht auf unserer Homepage noch dieses Superangebot und die rennen uns hier die Bude ein. Aber die Siglinde ist aus. Okay, alles klar. Ich nehme das dann raus und wenn ich das Impressum einbaue... Na, die GitHuberin wird schon ganz narrisch, weil alle Leute deswegen kommen und die sind dann sauer, weil diese Glinde halt aus ist. Das muss gleich weg. Alles klar, dann mache ich das sofort. Sagen Sie Ihrer Frau, in 10 Minuten ist es weg. Ja, danke. Alles dann. Fertig. Auf Wiederhören, Herr GitHuber. Gut, das heißt, wir müssen uns jetzt damit auseinandersetzen, wie wir so einen Hotfix mal eben erstellen, also zwischendurch, ja, weil mit dem anderen sind wir noch nicht fertig. Und das schauen wir uns jetzt dann im nächsten Video an.